Ein Geschenk für alle. Ah, seht, da sind Patu und Elli und Pocoyo. Hallo, ihr alle. Wie schön. Es gibt wirklich nichts Besseres, als miteinander Ball zu spielen. Was hast du, Patu? Was ist los? Ah, was ist denn das? Kann vielleicht einer von euch sagen, was da unter dem Schirm hängt? Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Ja, genau. Ein Geschenk. Ist das aufregend? Für wen ist es? Steht das nicht drauf? Elli? Also, Elli. Eine Melone? Wie? Was? Das? Pato! Oh je. Oh. Also wirklich, ihr drei. Es ist doch wirklich, es gibt doch gar keinen Grund, sich zu streiten. Seht mal. Seht ihr? Da ist für jeden von euch ein Geschenk. Ah, Elli glaubt, ihr Geschenk wird das Allerbeste sein. Was meint ihr? Sollen unsere Freunde ihre Geschenke aufmachen? Ja, aufmachen! Macht die Geschenke auf! Ja, unbedingt! Beeilt euch! So macht schon! Wir wollen doch wissen, was ihr bekommen habt. Bunte Schnüre. Was für ein ausgefallenes Geschenk. Sehr nützlich. Offensichtlich denkt Patu, bunte Schnüre sind ein langweiliges Geschenk. Und was hast du denn bekommen? Hoho, ein farbiges Blatt Papier. Na wunderbar. Gut, Elli, ich weiß, du findest die Geschenke der beiden anderen nicht so toll, aber was hast du denn bekommen, hä? Na, was ist es? Eine Schachtel mit blauen Stäbchen. Super. Also, Pato, Pocoyo, seht euch das mal an. Diese Stäbchen sind letztendlich doch ein ganz vortreffliches Geschenk. Und dieses Stückchen Schnur macht doch eine Menge Spaß. Was ist das? Pato, ist das dein Stück Papier? Du bist aber eine schlaue Ente. Habt ihr aber alle fantastische Geschenke. Tja, Pocoyo, was soll das sein? Ich glaube, ich sehe es. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was man aus all den Sachen bauen kann? Einen Drachen! Einen Drachen, genau! Wenn ihr alle drei eure Geschenke zusammentut, könnt ihr einen Drachen bauen. Oh, das ist ja erstaunlich! Was für ein herrlicher Drachen! Hervorragend! Und los geht's.
Oje, ich vermute, einen Drachen in die Luft zu bekommen, ist schwerer als gedacht. Gut gemacht, Ellie. Fabelhafte Leistung, Pato. Prima, wenn man aus drei Geschenken einen Drachen machen kann. Wunderbar, wenn Freunde zusammenhalten. Macht's gut. Bis bald. Ellies Puppe. Ah, da ist ja unser Freund Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Könnt ihr sehen, womit Ellie da spielt? Eine Puppe! Puppe! Ja, das ist Ellies Lieblingspuppe. Puppe! Hast du verstanden, Pocoyo? Ellie möchte, dass du einen Augenblick auf ihre Puppe aufpasst. Pocoyo, was machst du denn da? Pocoyo! Ui! Du solltest Ellies Puppe besser nicht so durch die Luft werfen. Wirklich? Oh, Pocoyo, beruhige dich doch wieder. Du musst Ellie erzählen, was passiert ist. Sie wird sich zuerst natürlich ein bisschen aufregen, aber dann, am Ende, wird sie dir verzeihen. Ah, Ellie, da bist du ja. Hör mal zu, Ellie. Also, wegen deiner Puppe, ja, da, naja, das, sagen so ein Tüffel. Nein, das, Pocoyo?
Du musst Elli erzählen, was passiert ist. Schaut mal, da ist Pato. Nanu, was war denn das? Halt! Elli, Pato, es gibt da etwas, das ihr wissen solltet. Tja, und was willst du jetzt machen, Pocoyo? Könnt ihr vielleicht helfen? Was muss Pocoyo tun, damit es Elli wieder besser geht? Was muss er sagen? Entschuldige bitte, Elli. Entschuldige. Aber Pocoyo, meinst du nicht, es wäre wesentlich einfacher gewesen, gleich die Wahrheit zu sagen? Es ist immer besser, einem Freund gleich die Wahrheit zu sagen. Glück gehabt, Pocoyo. Klasse, Elli. Macht's gut. Bis bald. Hallo, Pocoyo. Hallo. Oh, sieh mal, Pocoyo. Da hat ja heute jemand Geburtstag. Weißt du, wer heute Geburtstag hat, Pocoyo? So? Ah, verstehe. Du möchtest, dass wir das allein herausbekommen. Ein Rätsel. Also, kann vielleicht einer von euch erraten, wer heute Geburtstag hat? Elli! Elli hat heute Geburtstag. Ja, ganz richtig. Heute ist Ellis Geburtstag. Und nachher wird sogar richtig doll gefeiert. Ist das aufregend? Aber Pocoyo, hast du schon ein Geburtstagsgeschenk für Elli? Nein. Nun, was wirst du denn für ein Geschenk besorgen? Eins machen. Ah, verstehe. Du willst also ein Geschenk für Elli machen. Was für eine schöne Idee. Aber, Pocoyo, was willst du denn machen? Weißt du das schon? Ja? Ah, verstehe. Das ist noch ein Rätsel für uns. Wir müssen es selbst herausbekommen. Na, das wird ein Spaß. Also los, Pocoyo. Das Geburtstagsfest fängt gleich an. Du solltest dich ein bisschen beeilen. Pocoyo! Was machst du denn hier, Pocoyo? Ah, verstehe. Aus diesen einzelnen Teilen willst du das Geschenk für Elli zusammenbauen.
Eine gute Idee. Aber jetzt frage ich mich doch, was soll das werden? Ja, das ist ein guter Anfang. Ein toller rosaroter Ball. Sehr schön, Pocoyo. Aber was soll das sein? Ach so, alles klar, du bist noch nicht ganz fertig. Ach, ich bin gespannt, was das wohl wird. Es ist so aufregend. Das gehört alles zu dem Geschenk, Pocoyo. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das für ein Geschenk wird. Können wir jetzt raten? Nun denn, sehen wir uns das mal an. Es ist groß, es ist rosarot und es ist ein Geschenk für Elli. Also muss es etwas sein, was Elli wirklich mag. Aha, eine Elli für Elli. Aber, also, seht ihr vielleicht, was da noch fehlt? Pocoyo, welches Teil fehlt noch, damit es eine richtige Elli wird, Kann vielleicht einer von euch sagen, was da noch an der Elli fehlt? Ellis Rüssel! Ja, genau das ist es. Gut gemacht. Elli braucht doch einen Rüssel. Nun mach ihn schon dran, Pocoyo. Weißt du, wo er hingehört? Pocoyo, meinst du wirklich, dass das der richtige Ort für Ellis Rüssel ist? Du spielst ja nur herum, stimmt's, Pocoyo? Das macht aber auch Spaß. Oh, das sieht lustig aus, Pocoyo. Wo gehört denn Ellis Rüssel nun wirklich hin? Perfekt! Na, ist das nicht fabelhaft? Pocoyo hat eine wunderschöne Elli für Elli gebaut. Jetzt wird es aber Zeit für das Geburtstagsfest. Los geht's! Wir müssen uns beeilen! Alles Gute, Elli! Ja, also das hat Pocoyo ganz allein gemacht. Elli, nein, danke, nicht uns. Elli, wir haben nur zugeschaut. Alles Gute, Elli. Kommt, lasst uns alle gratulieren. Alles Gute zum Geburtstag, Elli. Macht's gut. Bis bald. Disco Flow Fieber. Hallo, Pocoyo. Hallo, Nina. Hey. Oh, Entschuldigung. Hallo, Lula.
Pocoyo, Lule tanzt nicht. Sie kratzt sich. Aber warum? Ah, Nina, weißt du, was das Problem ist? Du hast Flöhe. Deshalb kratzt du dich. Was könnten wir dagegen tun? Feiern eine Party. Und wenn sie tanzen, juckt es Lula. Und dann muss sie sich kratzen. Roberto, was ist das? Was hat die Asi? Das ist es. Ihr habt es geschafft, dass die Flöhe Lula eine Massage geben, anstatt sie zu jucken. Leute, jeder kriegt eine Massage und die Flöhe können so viel tanzen, wie sie nur mögen.
Seht mal, da sind Pato und Pocoyo. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Hallo. Was ist das wohl, was Sie da haben? Weiß vielleicht einer von euch dort, was das ist? Ein Ball! Das ist ein Ball. Richtig, ein Ball. Und ein sehr schöner noch dazu. Und wie der springt, ist er neu? Ich glaube, Baby Pieps gefällt der Ball auch. Hallo, Baby Pieps. Ach, es gibt doch wirklich nichts Schöneres, als mit einem neuen roten Ball zu spielen. Pocoyo, Pato, ich glaube, Baby Pieps möchte mit euch spielen. Armer Baby Pieps. Pocoyo und Pato denken, du bist noch zu klein, um mit ihrem Ball zu spielen. Oh je. Und was machst du nun, Pocoyo? Wo ist er denn hin? Kann vielleicht einer von euch Pato und Pocoyo sagen, wo Baby Pieps ist? Oben auf dem Baum! Oh nein! Er fliegt auf und davon! Wie willst du jetzt deinen Ball zurückbekommen, Pocoyo? Gute Idee, Pocoyo. Das Fliehwusch. Kleiner Baby Pieps, nun wein doch nicht. Hm.
ihr vielleicht Pato und Pocoyo helfen? Was sollten sie tun, damit Baby Pieps wieder fröhlich ist? Ihn mitspielen lassen! Da haben wir's. Es gibt doch noch etwas Schöneres, als einen neuen roten Ball zu haben. Nämlich, einen kleinen Freund fröhlich zu machen. Wie schön. Jetzt sieht es so aus, als ob alle drei einen neuen roten Ball haben. Macht's gut. Bis bald. Hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da? Ein Radio? Und ein paar Luftballons. Was hat Pocoyo denn damit vor? Ein Fest? Grandios! Aber Pocoyo, für wen ist denn das Fest? Pocoyo! Ein Fest für dich selbst? Kommt, wir wollen raten, wen Pocoyo eingeladen hat. Seine Freunde! Natürlich, seine Freunde! One, two, three! Ja! Seht euch nur diesen Pato an! Stopp! Was ist bloß, Pocoyo? Warum hast du die Musik ausgemacht? Spielen. Los! Nun, das klingt doch gut. Ein flottes Wer fängt den Ballspiel? Wie? Ach so, es ist das alte Gib den Ball deinem Nachbarn Spiel. Ja, natürlich. Man muss den Ball weitergeben und nicht werfen. Nochmal! Nun, ich denke mal, es ist ja dein Fest, Pocoyo? Ja, jetzt wird's endlich lustig. Los, Pato! Stopp! Stopp? Aber Pocoyo...
Pocoyo, jetzt ging der Spaß doch erst richtig los. Neues Spiel. Ja! Na gut, Pocoyo möchte, dass jetzt alle auf einem Bein hüpfen. Wollen wir es auch mal probieren? Und alle zusammen hüpfen! Nur auf einem Bein. Pocoyo? Also das sieht doch nach Spaß aus. Los, wir klatschen alle zur Musik mit. Alle mitmachen. Stopp! Aber Pocoyo, was ist denn nun schon wieder los? Warum hast du die Musik ausgemacht? Gerade hatten alle solchen Spaß. Pocoyo nicht. Aha, verstehe. Ist es vielleicht, weil deine Freunde nicht das gemacht haben, was du wolltest? Aber Pocoyo, es soll doch jeder seinen Spaß haben. Dazu ist so ein Fest doch da. Und so ganz ohne Freunde? Was soll das für ein Fest sein? Was meint ihr? Soll Pocoyo seine Freunde zurückholen? Entschuldigung. Stopp! Oh, nicht schon wieder, Pocoyo. Ah, das war nur ein Scherz. Prima, Pocoyo. Zusammen macht es am meisten Spaß. Macht's gut. Bis bald. Aha. Pocoyo. Hallo. Warte mal, was ist denn das? Nicht da. Nein, in der anderen Richtung. Oh je. Yeah. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, wo er hinsehen muss? Hinter dich. Das ist richtig. Das ist ein kleines Puppentheater. Oh je. Was ist das? Eine Schachtel? Oh. Lass uns mal nachsehen, was da drin ist. Das bist ja du, eine Pocoyo-Puppe. Was wird er jetzt wohl machen? Ich bin Pocoyo. La 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 la. Ich bin Pocoyo. Puppenspieler und Publikum in einem zu sein, ist ganz schön anstrengend, Pocoyo, hä? Huh? Meinst du nicht, dass deine Freunde das Publikum sein könnten? Ja!
Didi und Dudu. Mit Didi, Didi und Dudu. Wir finden es lustig, wenn deine Puppe runterfällt, Pocoyo. Didi, Didi, Dudu, Dudu. Wunderbar! Los, wir klatschen alle für Pocoyo, den Puppenspieler. Wollen wir? Elli, Pato, Baby Pieps und kleine Raupe müssen euch unbedingt etwas zeigen. Das wird euch bestimmt gefallen. Elli. Du, 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 du. Das bist du, Elli. Und wie hübsch du aussiehst. Na hoppla, aber auch. Ich glaube, Sie wollen noch ein Stück sehen, Pocoyo. Was ist denn das? Das sieht doch ganz so aus, als wären wir in einem Weltraumabenteuer. Mama, Mama, Mama. Ah, verstehe. Pocoyo zeigt allen, wo es lang geht. Bravo! Oh, ein Alien! Seht nur, wie erschrocken Pato und Elli sind. Die Aliens haben Pocoyo zu ihrem König gemacht. Elli und Pato finden die Geschichte nicht besonders toll. König Pocoyo. Elli? Pato? Tja, wie es aussieht, sind sie ein bisschen sauer auf dich. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, warum seine Freunde verärgert sind? Weil er sich lustig gemacht hat. Er hat sich über Elli und Pato lustig gemacht. Es macht dir nichts aus, Pocoyo. Es macht dir was aus, Pocoyo. Nicht wahr? Und seid ihr wieder Freunde? Wie schön, wenn alle nett zueinander sind. Entschuldigung. Und wie schön, dass Puppentheaterspielen so viel Spaß machen kann. Macht's gut miteinander. Bis bald. Hier Münze einwerfen. Das sieht aber wie eine sehr gemütliche Teestunde aus, Elli. Wer ist denn deine Freundin da? Ah, Daisy. Nett, dich kennenzulernen, Daisy. Nun, hallo, wütender Außerirdischer. Bist du gekommen, um mit Elli und Daisy zusammen Tee zu trinken? Elli hat recht, Pocoyo. Der wütende Außerirdische hat Daisy entführt.
nicht, mein lieber Pocoyo. Du hast verloren. Ja, dieser Pokal ist wirklich schön. Aber vergiss deinen Auftrag nicht. Je auf die andere Seite schaffen. Pocoyo, schau! Ein Power-Up! Gut gemacht! Du hast es auf den nächsthöheren Level geschafft. Schau, Pocoyo! Ein Schlüssel! Es wäre am besten, du könntest Schlummerpieps in den Schlaf wiegen. Pocoyo, das ist ein grässliches Schlummerlied. Vielleicht solltest du dir besser Hilfe suchen. Renn los! Jetzt hast du eine Chance! Sei vorsichtig! Dieser Level scheint recht schwer zu sein. Pocoyo, denk dran, du hast immer noch einen letzten Power-Up frei. Es geschafft! Gut gemacht, Leute! Wütende Außerirdische, das nächste Mal, wenn du etwas willst, brauchst du nur ganz freundlich darum zu bitten. Ein klitzekleiner Erlebnispark. Hallo alle zusammen. Wohin geht ihr denn so? Ah, so, ihr geht auf den Freizeitpark. Das klingt nach Spaß. Oh je, ich schätze, ihr müsst nun auf den nächsten Bus warten. Da
er schon. Nun gut, keine Sorge. Heute fährt noch ein Bus. Und hier kommt er schon. Oje, das war der letzte Autobus. Zu ärgerlich. Kein Freizeitpark heute. Aber vielleicht fällt euch etwas anderes ein, um Spaß zu haben. Was hast du denn für eine Idee, Nina? Das war großartig. Aha. Und was nun, Pocoyo? Aber es schaut so aus, als ob sich Pato nicht so wohl fühlt. Jetzt ist Ellie an der Reihe. Das ist genial. Du hast eine Hindernisstrecke zum Spielen aufgebaut. Keine Sorge, Pato. Du schaffst das. Pato will euch seine Idee für eine neue Herausforderung zeigen. Ah, Roberto, ich glaube, Pato braucht da ein wenig Hilfe. Vorsicht! Ihr fliegt zu hoch! Leute!
Mit ein bisschen Fantasie habt ihr euch einen eigenen Erlebnispark in der Wohnung geschaffen. Tschüss, alle! Mein Pato! Ah, seht nur, da sind Pocoyo und Elli. Hallo, Pocoyo. Hallo, Elli. Hallo. Oje, wie es scheint, streiten sie sich gerade. Was ist denn das? Kann vielleicht einer von euch Elli und Pocoyo sagen, was Baby Pieps und kleine Raupe da bringen? Geschenke! Sie bringen Geschenke! Ganz richtig, das sind Geschenke. Heute hat Pato Geburtstag. Oh nein, ihr habt es doch nicht etwa vergessen. Deine Schuld. Halt, 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 keiner ist schuld. Los, kommt, wir wollen mit dem Geburtstagskind feiern. Da. Alles Gute. Deine Freunde sind sicher nur so aufgeregt, weil heute dein Geburtstag ist, Pato. Aha, und sieh nur, Baby Pieps hat ein Geschenk für dich. Blumen. Ach, wie wunderschön. Und hier, kleine Raupe hat auch ein Geschenk für dich. Es ist ein Stein. Wunderbar. Was für ein passendes Geschenk, kleine Raupe. Ja. Na, 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 ihr zwei da, hm? Schließlich hat kleine Raupe daran gedacht, Pato ein Geschenk mitzubringen. Was ist, Elli? Du hast auch etwas für Pato? Ah, verstehe. Du lädst Pato zu einem Picknick ein. Alles Gute. Sieh nur, Pato. Pocoyo hat für dich auch noch ein Geschenk. Oh nein, Patos neuer Ball ist geplatzt. Was soll das, Elli? Pocoyo, was machst du denn jetzt? Pato! Pato! Was ist denn das? Ein Käfig? Alles Gute! Ach, Elli, was für ein Glück, dass du Pato aus dem Käfig befreit hast, damit er endlich seinen Geburtstag feiern kann. Wo ist denn Pato? Pato ist ja total eingeschlossen. Alles Gute. Oh je. Also das macht Pato sicher keinen Spaß. Pocoyo, nicht! Oh! Oh nein, jetzt hat Pato endgültig die Nase voll. Alles wegen eurem Gestreite. Deine Schuld. Elli, Pocoyo, also, die hören einfach nicht zu. Vielleicht hören die beiden endlich auf und vertragen sich wieder, wenn wir alle rufen, hört auf zu streiten. Ja? Fertig? Hört
Pato ist gegangen, weil ihr euch die ganze Zeit gestritten habt. Warum wollt ihr euch nicht die Hand geben und euch wieder vertragen? Freunde! Na, das ist doch viel besser. Aber jetzt müsst ihr auch Pato zurückholen. Es ist doch sein Geburtstag. Pato, du willst doch nicht wirklich fortgehen, oder? Aber das ist ja schrecklich. Oh, Pato, geh doch bitte nicht. Was sollen wir denn ohne dich machen? Wie? Das ist gar kein Ich-fahr-jetzt-ganz-weit-weg-Bus. Nein, Pato, das ist ein Geburtstagsfeierbus. Pato! Ich denke, Pocoyo wünscht sich, dass alle alles Gute zu Pato sagen. Na los! Alles Gute! Alles Gute, Pato! Wie gut, dass es Geburtstage gibt. Macht's gut und bis bald!